Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound hier auf Bread 2K. Willkommen zurück zu neuen zu neuen krassen Abenteuern. Ich habe in der letzten Folge den Planeten noch ein bisschen weiter erkundet und habe hier noch eine goldene Pistole gefunden. Hab das schon mal auf die Seite gelegt, dass wenn wir noch eine Pistole finden, dann können wir Dual-Wield machen. Ja. Ansonsten gab es nichts mehr auf dem Planeten, deswegen fliegen wir mal weiter. Wie viel Fuel haben wir noch? 108. Da fuhlen wir doch mal auf. Fuel up. Fuel up. Fuel up. So, hier hinsitzen. Dann hatten wir diesen, dann würde ich sagen, Magma. Hört sich doch auch interessant an, oder? Let's go. Wir erkunden mal Magma. Ich glaube, da ist es dann ein bisschen heiß, aber naja, was soll's. Was haben wir noch alles im Inventar hier? Nicht allzu viel, ich habe ja nicht allzu viel mitgenommen. Am geilsten waren halt natürlich das Schwert und, nicht mal, die Shotgun. Die hier. Und die Pistole. Jetzt können wir mal kurz unseren, das geht nicht, unseren Drill reparieren. Das geht komischerweise nur mit Golderzen, mit den anderen Erzen. Ich weiß nicht, wieso es mit Diamanten nicht geht. Ist mir ein mysteriöses Rätsel? Ist mir ein mysteriöses Rätsel. Egal, ich ball ja noch ein bisschen rum. Chiu, 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 chiu. Wir haben halt nicht so viel Energie. Das ist ein bisschen blöd. 200 und die Waffe braucht Energy per Shot 27 und die Shotgun braucht 58. Das heißt, mit der können wir nicht mal viermal schießen. Oh, naja. Ich bin mir noch nicht sicher, für was diese Sonnengut sind. Ich glaube, das ist, wie schnell sich die Energie wieder auflädt. Naja, gucken wir mal runter. Magma-Planet. Jo, alles ziemlich magmaig. Gucken wir mal, was wir hier so finden. Da ist eine Küste. Give me weapons. Oh, aber ich brenne. Lol. Hätte mal jemand sagen können, dass da Lava ist. Die habe ich jetzt echt nicht gesehen. Naja gut, so viel Pixels hatten wir jetzt nicht, dass das irgendwie schlimm wäre. Gut, dann guck mal nochmal. Da ist eine Kiste. Böse, böse. Die Pistole macht halt auch nicht, leider nicht so viel Schaden. Ja, und schon sind wir leer, das geht halt rucki zucki. Aber wir können halt quasi von der Distanz schon mal draufballern auf die Viecher. Und wenn sie dann näher rankommen, dann hauen wir mit dem Schwert zu. Das klappt wunderbar. Wir machen auch gut Schaden. So, dieses Mal nicht in die Lava reinsteigen. Uah, jetzt nehme ich schon wieder, oder? Ah gut, das war knapp. Melting. Lulst. So, was haben wir hier? Okay, nur Pixels. Dafür hätte ich jetzt nicht unbedingt... Uah, gefährlich. Lava ist ganz schön böse. Böse Lava. Böse Lava. Ich muss mich das wieder umgewöhnen. Ich habe in den letzten Tagen ziemlich viel Minecraft gespielt und bin deswegen etwas mit der Minecraft-Dings drin. Dauert jetzt einen Moment, bis ich hier wieder umgestellt bin. Oder umgestellt habe. Zum Beispiel das Fliegen. In Minecraft habe ich einen Jetpack. Und das muss ich mir erst gewöhnen, dass ich hier nicht rumfliegen kann wie ein Irrer. Oh, hier ist eine Basis. Sehr schön. Aber nur eine kleine. Na gut. Ah, poisoned, okay. Und eine Kiste. Wie ich voll in die... Das ist echt komisch. Na gut, hier haben wir das. Ein bisschen Platinum-Ohr. Oh ja, ich bin doch schon lange wieder geheilt, Mann. Das ist doch total... Übertreibe jetzt nicht so. So, hier die Kohle nehmen wir mal mit. Na los. Ach, das ist Obsidian. Na toll, nee, ich nehme hier gar nichts mit. Ich gucke, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Okay, also Magma ist ja mal nicht Favoritplanet. Ja, da bin ich schon wieder tot. Wunderbar. Ich bin leicht abgelenkt, verwirrt. Das ist echt merkwürdig. Ich würde sagen, wir fliegen woanders hin. Magma ist uncool. Erstens ist da überall Obsidian. Oder Magma Rock oder was auch immer das ist. Das dauert ewig zum Abbauen. Und außerdem gibt es hier nichts Interessantes. Wir gucken uns mal einen anderen coolen Planeten an. Könnt ihr mal gucken, ob ihr irgendwo einen Mond findet. So ein Mond wäre doch auch mal interessant. So, wir zoomen mal. Find random.
Delta Spica. Was haben wir hier? Forest, Magma, Asteroid Field, Tentacles. Forest, Arid. Was haben wir hier? Tundra, Desert. Snow. Can't land. Oder nochmal. Fine Runner. Gehen wir nach Delta Castor. Forest can't land. Grasslands Tundra. Arid. Magma Vulkanik. Grasslands. Snow. Astrophil Jungle. Ja, fine Runner. Gehen wir nach Delta Misa Minuas. Meine Güte, das sind Namen hier. Snow Arid. Gibt es hier denn keinen Mond? Grassland, Forest, Jungle. Mond? Moon? Hä? Wie wär's? Hier sag was. Vulkanik. Oh, meine Güte. Ich sag's dir. Das ist nicht einfach. The Delta Gamma Hui. 99 System. Forest, Vulkanik, Snow. Forest. Can't land. Arid. Gibt's auch nicht. Wieso finden wir keinen Mond? Oh, hier, guck mal hier. Oh, hier gibt's viel. Moon, Moon, Tundra. Wir gehen mal hier auf diesen grünen Mond. Let's go. Wir können ja jetzt atmen. Aber ja, es ist halt ein bisschen kalt. Aber naja, das, wir machen das schon. Oh, da habe ich meine Pixel-Ding kaputt gemacht. Mein Stone Furnace. Ich doofi, ich doofi. Doofomat, doofomat. So. Ist klar, wenn ich jetzt hier mit Aufnahme anfange, dann fängt meine Nase zu laufen an. Das ist immer so merkwürdig. Ja, ja. Ganze Zeit. Naja, ich habe es ja eh schon mal erzählt, ne? Wie das immer läuft bei mir. Ja. Jetzt habe ich hier. Meine Güte. Wir können ja mal dieses ganze Zeug noch mitnehmen, was wir letztens nicht mitgenommen haben. Was wir aber noch brauchen können, mit großer Wahrscheinlichkeit. Da hat's geruckelt. Meine Güte. So, ab auf den Mond. Mal gucken, vielleicht gibt's auf dem Mond coole Sachen. Vielleicht finden wir hier endlich mal dieses Solarium-Gedöns. Oh, jede Menge Gold auf jeden Fall. Nehmen wir mal mit. Gibt gut Pixels. Vielleicht finden wir hier endlich mal anständigen Treibstoff für unser Raumschiff. Meine Güte. Das wäre halt schon mal geil, ne? So richtig cooler Treibstoff. Jede Menge Gold und Kohle gibt's hier. Das ist wohl irgendwie so ein Goldmond. Guck hier, überall Gold. Gold und Kohle. That's everything we find. Everything we find. Das hier ist Dingens, Bronze oder Kupfer. Kupfer, ja. Dann ist noch mehr Gold. Hier ist nochmal Kohle. Kann aber ich sagen, der Planet ist ziemlich flach, das ist merkwürdig. Aber hier ist nix. Moment, ich könnte auch mal anscheinend gegen Viecher kämpfen, wenn ich die dann treffen werde. Wird. Au, ich burne. Ich burne. Mein Gott, ich burne. Komm her, du Mistviech. Du wirst jetzt sterben. Sowas von. Los. Tonscheiben schießen. Oh, ich treff's ja nicht. Na gut. Titanium. Noch mehr Gold. Meine Güte. Oh, die waren nicht freundlich. Hier sind Diamanten. Schieß, oh Gott, ich habe wieder keine Energie mehr. So, hier das Titanium nehmen wir mit. Das brauchen wir ja, um noch mehr Durasteel zu machen, oder? Ich glaube schon. Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube schon. Titanium musste man verwenden, ne? Hier ist ein bisschen Kohle. Brauchen wir zum Zurückfliegen. Hier sind noch Diamanten. Was ich ganz vergessen habe, als wir in der Basis waren, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, ich wollte ja eigentlich noch was bisschen mit diesen Wires machen, aber das habe ich dann total verplant. Ich wieder, ne? Ja. Ich wieder. Das ist der Print. Das ist das hier. Das ist auch Titanium, oder?
Platinum, okay. Da unten ist Titanium. Das nehmen wir mal mit. Ja, schade, irgendwie finden wir nichts Neues, ne? Ich weiß auch immer noch nicht, wie wir diesen Boss beschwören, diesen Jellyfish-Boss. Keine Ahnung, Leute, keine Ahnung. Muss ich nochmal in die Wiki gucken. Auf jeden Fall sammeln wir hier jede Menge Moon Dust ein. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ach stimmt, so bin ich einmal rumgeflogen, ne? So schubweise, dann hält das länger. Yeah. Bin der König der Welt, ich kann fliegen, ich kann fliegen. Das hier sieht aus wie Platinum. Ja. Mensch, ich möchte mal ein neues Erz finden. Meine Güte. Ich finde hier immer nur Titanium. Titanium. Gold. Kupfer. Meine Güte. Gold. Was ist das hier? Silber? Ne. Brauchen wir auch nicht mehr. Silber ist auch nicht mehr interessant. Die Dinger fasse ich nie wieder an, diese Buffgeberteile. Das endet meistens tödlich und wenn, dann ist es der Buff nicht wert. Falls man wirklich sterben sollte. Da müssen sich die Entwickler auch noch was einfallen lassen, dass sie hier irgendwas anderes machen. Oder dass sie zumindest vorher kennzeichnen oder dass sie so machen, dass es quasi Feste gibt und dann gibt es halt einen Random. Und der gibt halt dann entweder einen besonders guten Buff oder eben den Tod. Ja. So, hier eine Kiste mit Florian Bone Xylophon, okay, ein Xylophon. Copper Ore. Planet Arrow Guard. Cool. Cooles neues Schild. Das nehmen wir mal mit. Ah, ich vergesse mich. Ich bin immer wieder noch gesagt, wie gesagt, ein bisschen Sprachprobleme habe ich heute auch wieder. Ich bin, wie gesagt, immer noch im Minecraft-Ding drin. Dass ich da ganz einfach springen drücke, um rumzufliegen. Ich möchte auch immer schnell nach vorne laufen mit einem Doppelklick, mit einem doppelten Rechtstasten, also doppelt auf die Richtungstaste drücken. Das ist schlimm, wenn man so viel ein Spiel zockt, dann will man die Steuerung auch in die anderen Spiele mit übernehmen. Oder die Features, oder je nachdem, wie man es halt nennen möchte. Ja, irgendwie gibt es gar nichts hier in diesem komischen. Außer Waffen, oh ja. Oh, hier ist ein Zelt mit einer Kiste. Mal gucken, was in der Kiste drin ist. Die ist natürlich leer. Jede Menge Erze gibt's. Die wir aber eigentlich gar nicht brauchen. Wir bräuchten mal irgendwas Cooles, Neues. Ich nehme aber trotzdem das Silber ist das hier. Nee, Silber will ich nicht. Lauter so Buff-Dinger sind hier. Das ist auch Silber. Hier ist ein bisschen Titanium. Das nehmen wir mit. Ne, das ist auch Silber. Meine Güte. Hier ist Diamant. Das sieht anders aus. Das ist wahrscheinlich auch nur. Ja, das ist Platinum, ja. Ach Mensch, können das. Gebt mir doch mal irgendwas Neues. Wir können uns auch straight mal nach unten dicken. Diggen. Wir können mal gucken, was wir da so finden. Vielleicht ist ja im Planeten kein was Interessanteres. Wer weiß. Wer weiß. Auf diesem Mond gibt es ja auch nicht mal hier coole Kisten. Na gut, woher dann auch? Oh, Entschuldigung, ich habe vergessen, meine Waffe zu ziehen. Liebe Freunde, wartet, bis ich euch. So. Wir graben uns jetzt einfach mal nach unten, aber da geht es noch ein bisschen weiter runter, dann sparen wir uns das Graben, deswegen gehen wir mal diesen Berg hier runter und graben uns genau hier runter, so. Einfach runter, 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 runter. Wir kommen schon wieder hoch. Keine Sorge, Freunde, wir kommen wieder hoch. Wir könnten ja mal so ein... Oh, wir haben keinen gelben Trank mehr. Ach, scheiße, schade. Na gut, dann graben wir uns einfach so nach unten. Fackel setzen, damit wir was sehen hier. Mal gucken, vielleicht finden wir ja unten ja irgendwelche besonderen, super coolen Erze. Wer weiß das schon. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören.
Ah, ich bin fast tot. Ja, das siehst du, ne? Wie ich schießen kann. Ha, ha, ha. Das Viech, bin ich nicht hier hochgekommen. Meine Güte. So, weiter geht's. Moonstone, ne? Awesome. Ich möchte so Solarium oder Platinum, nein, nicht mehr Uranium und noch irgendwas gab's, was besonders gut als Fuel geeignet ist. Aber finden wir alles nicht. Nix gibt's hier. Diamanten, Silber, Gold, Titanium, alles. Also nix. Da ist wieder so ein Ding. Ich dachte schon, was leuchtet hier denn? Ah, Titanium hier, Kohle, Titanium, Ich möchte was Hochwertigeres haben. Ich bin schon wieder so gierig nach 9. Das war gefährlich, was ich hier mache. Ich bin nämlich auch gerade am Verrecken. Sollte mich mal ganz dringend heilen. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Das wäre beinahe in die Hose gegangen, Freunde. Lalalalalala. Böse? Hallo? So, weiter geht's. Jetzt haben wir natürlich hier das blöde Wasser mit. Naja, schon wieder vorbei. Gehen wir mal nach unten. Wir gucken mal, was wir finden. Nix Interessantes, so wie es aussieht. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Cobblestone. Der sieht böse aus. Ist aber nicht. Ach ja, ich habe schon wieder vergessen. Alles, was böse aussieht, ist gar nicht böse in diesem Spiel. Und alles, was friedlich aussieht, ist böse. Das sind alles Sachen, die wir schon kennen. Gold, Titanium, Silber, Kupfer, Kacke. Kacke ist das. Das sage ich euch. Einfach nur Kacke. Dann finden wir hier noch ein bisschen Gravel, natürlich. Was wollen wir denn auch mit den interessanten Sachen machen? Aber schon ein tiefes Loch haben wir jetzt schon, ne? Ja, ich sollte mich hier mal kurz... das war knapp. Hier unten ist schon wieder so ein Buff-Ding, ja. Langsam, Brett, langsam. Es geht sonst in die Hose. Was ist da drüben? Irgendwas leuchtet da. Oh. Sieht interessant aus. Was ist das für Stone? Soft Brick. Das sieht sogar richtig nice aus. Aber was ist das? Sind das Fackeln oder was sind das für Dinger hier? Ah, hier unten gibt es auch welche. Und okay, dann graben wir uns mal weiter nach unten. Sieht aus wie Fackeln oder so. Mein Gott, was haben wir gefunden? Wie mysteriös. Soft Brick. Interessant. Was es hier alles gibt. Nee, das sind einfach nur Geldkassetten. Aber die leuchten. Ist ja cool. Was ist das hier? Noch mehr Geldkassetten. Ist ja cool. Ist ja super cool. Das ist auch eine Geldkassette. Ich möchte noch eine Kiste finden. Und dann voll das krasse Item drin, Junge. Warte mal, meine Waffe, warte jetzt. Stirb! Ja, das funktioniert. Auf sich doch. Ja, awesome, was es hier gibt. Na, awesome. Awesome. Ich sage immer awesome statt awesome. Nur keine Kisten gibt es hier nicht, scheinbar. Aber wieso wachsen hier bitte Häuser? Wieso sind hier Häuser, wo Geld drin ist? Als Geldkasten, das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Ergibt das Sinn? Ich weiß es nicht. In meinen Augen nicht.
keine Kisten, nichts gibt's hier. Ich gehe jetzt wieder zurück, damit ihr das wisst. Wenn ich auch weiß, wo ich hergekommen bin. Das weiß ich ja schon wieder nicht mehr. Vergesslich, wie ich bin. Ich glaube, hier irgendwo drüben, ne? Hier drüben irgendwo. Ja, hier. Okay. Ja, der Weg nach oben sollte nicht allzu schwer sein. Für Normalsterbliche natürlich. Für den Fred ist das natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ho, 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 oh. Kurz warten, bis die Energie geladen ist. Ups. Da oben geht's weiter. Also so glaube ich, kommen wir wesentlich weiter. Verbrauchen weniger Energie. Guck mal, was machen wir hier? Yeah, awesome. Wie weit wir gekommen sind. Wir warten kurz, wir heilen uns mal. Ups. So, das hier brauchen wir und dann wieder nach oben. Geht gut, ne? Ich bin begeistert, wie das geht. Ha. Ja, gefunden haben wir nichts auf diesem Planeten. Ich glaube, ich jetzt wieder nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Würde ich mal fast behaupten. Wenn ihr mit dabei seid. Ich hoffe schon. Und wünsche noch einen schönen Abend. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Ich bin verwirrt. Ich muss so viel auf einmal machen. Ja. Man sieht sich. Servus.